Da sind wir zurück bei Titanfall 2 und wie schon gesagt, als neue Waffe. Neues Titanfall Loadout. Yep, der aufnehmen. Die das Tonne. Das hochentwickelte Design dieser Titanwaffe könnte uns einen taktischen Vorteil verschaffen. Bist du etwa verliebt? Das menschliche Konzept der Liebe erfordert Bewunderung, Anziehung, Hingabe und Respekt. Fazit, ich bin zu 50% verliebt. Alter, der gefällt mir. Entschuldigung, Moment. Können wir Gegner erfassen und mit Zielsuchraketen attackieren? Das ist im Kampf ausgesprochen hilfreich. Das wiederum stimmt, okay. Die Tonne. Das ist nicht schlecht. Und wir haben dadurch jetzt auch. Das war blockiert. Blockiert Schuss und wirft ihn zurück. Kraft für blockiert Schuss von einer Seite. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ah, und wir können so. Können wir ein Schutzschild aufbauen? Okay, und was sind die anderen beiden Sachen? Orte gegen ein Zielgebiet. Feuert Raketen auch vollständig auf was die Gegner ab. Okay. Ah, und das ist ein Sonar, der einfach nur abgebildet wird. Okay, okay, okay. Verstanden, verstanden. Ich frage jetzt nur, wo könnte hier nämlich einer auf uns lauern? Oh. Okay, wir sind schon bereits voll gesund. Uns geht schon so gut, dass wir nichts brauchen. Okay. Das Ding ist echt böse. Ah, wir haben den anderen noch angevisiert, okay. Okay, sein System ist bereit. Okay, Nummer 1 ist zerstört. Was auch nicht auch gleich. Ich wollte gerade sagen, komm mal her. Komm mal her auf der Stelle. Das war's mit dir. Das war's auch mit dir hier oben. Oder doch noch nicht? Keine Zielfassung. Leider durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Jetzt muss ich den BT verlassen, oder wie? Ernsthaft? Ich will aber nicht. Ich will aber nicht. Kann ich nicht da hochspringen? Ah, schade, okay. Hier halten zum Verlassen. Ich hoffe mal. Die sind nicht zu böse zu uns. Und mein Granatchen hochgeschmissen, denn warum nicht? Jop. Oh. Weg mit dir. Oh. Habe ich ihm gerade. Ja, den Helm weggeschlagen. Aua. Oh, und der hat mir alles andere weggeschlagen. Okay, vergiss es. Das war eine dumme Entscheidung von mir. Weg mit dir. Du musst mich auch nicht sehen, nur keine Sorge. Ich weiß, normalerweise wird man eigentlich etwas schneller hier gerade durchrennen. Oh, Hallöchen. Wo? Ach, da hinten. Ein Glück, dass die nicht so gut ziehen können. Nee, du bist hier nicht. Nur zum. Oh, buh, buh, buh. Wow, okay. Zack, und weg mit der Splittergranate. Ich wollte gerade sagen, da oben war doch gerade keiner mehr. Und weg mit dir. Hat ihr überlebt? Nein, der hat nicht über. Wo zum. Wo? Okay, warum habe ich den jetzt gerade nicht gesehen? Du bist ganz alleine. Warte mal, bis ich hier reinkomme zu dir. Nicht nur feindliche Titan. Glaubst du mir, nicht nur ein Titan jetzt sich gerade. Die automatisierte Testanlage Kuppel 1. Wo zum. Ich wollte gerade sagen, wo denn? Jopp, sorry.
Aua. Oh. Nicht mit mir, nicht mit mir. Die gibt's nicht. Bam. Okay, das ist echt böse. Das muss sagen, ist echt böse, was ich hier gerade anstelle. Können wir denn hier rein? Nein. Moment. Ich muss hier irgendwo reingehen. Da? Nee. Ah, da oben. Okay, schon gesehen. Unser Vormarsch durch diese Anlage wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Dem ist auch so. Dem ist auch so. Wartungsüberbrückung aktiviert. Öffne Flussregulierungstor. Warnung. Mhm. Toxische Dämpfe in Hauptkammer eingeleitet. Was? Aktiviere Sicherheitsschleuse des Kontrollraums. Die Druckschleuse hat sie im Kontrollraum eingeschlossen, Pilot. Sie müssen einen anderen Ausgang finden. Ah, schlimm, schlimm. Nur keine Sorge. Trennen. Klingt riskant. Angesichts der schwierigen Lage müssen wir das Risiko eingehen. Ich verfolge Ihre Position. Schlage vor, Sie suchen einen Ausgang. Okay, werde ich machen. Du verfolgst mich. Das ist irgendwie unheimlich, BT. Das ist ganz und gar nicht meine Absicht. Ich erschrecke nur unsere Feinde. Hat die eventuell eine Form von Humor sogar? Der gefällt mir wirklich. Der gefällt mir wirklich, wirklich. So, irgendwas hier? Nicht so aufmachen, nicht so kaputt machen. Okay, das sein können. Na. Ein Glück, dass hier jetzt gerade nicht. Oh, Hallöchen, aber auch. Hab ich soeben einen. Yep. Mhm, ein wunderschönes Scharfschützengewehr erfunden. Und den Raketenwerfer. Ach, den brauchen wir jetzt eigentlich gerade nicht. Lieber die hier. Hat was für sich. Genau, können wir beide benutzen. Alle mal herhören. Hier spricht Kane. Was wir hier haben, meine Freunde von der IMC und der Miliz, ist ein Kommunikationsproblem. Aber das ist okay. Kein Akt. Alles bestens. Ein Kommunikationsproblem nennt er das? Okay. Warum bezweifle ich das irgendwie? Wer war das? Ladedaten. Kane. Söldner mit Verbindung zu den Apex Predators. Bekannter Drogenabhängiger und Händler. Unschön, ganz, ganz unschön. Und... Bam. Ich weiß, du hast nur einen Reparaturroboter, aber sorry. Das musste jetzt leider sein. Ist da irgendwas gerade hier? Nein. Und hier müssen wir jetzt weitergehen, oder wie? Das kann man nicht mitnehmen, das ist auch nicht. Ach, komm schon. Ja, das sieht gut aus. Nein, wenn wir gar nichts, sei ruhig. Hörbole. Spinnst du denn? Es kommt ja so wie. Oh. Ja, definitiv, definitiv. Das war gut, das war sehr gut. Das gefällt mir. Das haut doch hin. Du hast überhaupt nichts gesehen. Du hast überhaupt gar nichts gesehen. Amen. Ah, ihn haben wir auch noch bekommen. Und der hat mich fast noch erwischt. Hey, hey. Jetzt ausgerüstet, okay. Meier, der Meier, den gibt's nicht mehr. Sorry, Kollegen. Oh, ich glaube, unten ging es auch einiges ab. Gerade gedacht, ich hätte noch was gesehen. Wer jetzt ausgerüstet, heißt, das brauchen wir nicht mehr. Das ist auch nicht mehr. Dann gucken wir doch mal. An alle verbleibenden Milizeinheiten, nur damit ihr es wisst, das hier ist Kanes Reich. Ihr dürft gerne bleiben, bis er euch getötet hat. Was übrigens nicht lange dauert. Ja, ja, ja. Hier Raccoon 3, Leute der Milizflotte. Wir werden in der Aufbereitungsanlage aufgehalten. Die IMC hat neue mechanisierte Infanterie. Wir sitzen in der Falle. Pilot, ich orte verbündete Miliztruppen ganz in ihrer Nähe. Juppa, Depp. Brauchen Sie Hilfe. Okay, so, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Waren das alle? So, ist irgendjemand gerade da? Nein? Okay, gut. Dann können wir jetzt weitergehen. Und alle hopp, alle hopp, alle hopp, und nein geht's. An den Ohren bewegt sich was! Aufpassen! Als
Verbündeter Pilot. Captain, die haben uns deinen Milizpiloten geschickt. Hup! Okay, wie komme ich jetzt zu euch rüber am besten? Ah, hier rüber. Hallöchen, Kollegen. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Ja, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Sind das gegnerische Roboter? Ich glaube, ja. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass es gegnerische Roboter sind. Hey, Echo, hallöchen. Oh, hallöchen, liebes Raketenspinnchen. Nice. Sergeant Bob. Tut gut, deinen Piloten zu sehen, Sir. Unser Spot hat echt was abgekriegt. Wir könnten Hilfe brauchen. Lieben gerne. Hallöchen, Captain Rhodes. Ja. Außer es sind uns, das kann ich auch gut sein. Nicht mit mir. Oh, was bist denn? Ich weiß, eine bessere Waffe zu sein. Okay. Sweet. Ich wollte gerade schon sagen, was ist denn hier los? Die Waffe gefällt mir aber ungemein. Ist hier noch irgendwas? Ah. Noch mehr Waffenmöglichkeiten. Ja, doch, die hat noch ein bisschen was. Die gefällt mir besser. Den Gummihammer hätte ich natürlich auch lieben gerne mit dabei, aber man kann nicht immer alles haben. Also wir haben eine Schrotfinte und wir haben die normale. Okay. Hey Park, wie geht's? Verstärkung auf 6 Uhr! Au! Wo ist sie? Ich wollte gerade sagen, das sind nicht zu viele. Das passt schon. So, Hüttelchen. Nop, lass in Ruhe. Hallöchen. Oh, pff. Die können überall explodieren. Die können explodieren. Ich glaube, ich bin. Okay. Verstärkung auf 6 Uhr. Top. Sind nicht so viele. Ich habe genug Schrotflintenmunition für alle. Also wie die hier. Oh, Hallöchen. Ich wollte gerade sagen, mit ein bisschen gekonntem Feuer kriegen wir die ohne Probleme hin. Das sieht mehr als komisch aus. Wo sind die anderen? Oh, weg mit dir. Das war gerade ein Schuss ins Gesicht, also mehr will ich auch nicht mehr dazu sagen. Man darf vielleicht noch eine etwas bessere. Ja, es geht, Splittergranaten, das geht auch. Na gut, wir sind Pilot, also wenn wir dafür sorgen, dass wir quasi auch rüberkommen können. Achtung, in Unterabteilung 3A liegt ein toter Trauner. Oh je. Ich wollte gerade sagen, hier, nicht mit mir. Dann noch eine Granate hinter reingeschmissen. Ja, weg mit dir. Das muss jetzt echt nicht sein. Moment, noch irgendwelche Gegner? Hoffentlich nicht, nein. Ich gehe bereits vor. Au. Zum bist du? Nein. Werdet ihr unten gerade wieder kaputt kalt gemacht oder wie? Wo zum Henker? Wo seid ihr denn? Kommt doch hoch. Alles ist gut. Okay, ich glaube, wir haben es hinter uns gebracht. Bin am Weg, um zu PT zu gehen. Okay. Wenn ich noch die kleinste Anhalt, wo ich hingehen muss, wäre es super. Oh, und da hinten ist ein Helm. Oi, okay. Ich glaube, das werden wir nicht so schnell bekommen da hinten. Wo muss ich hin, BT? Wir müssen durch diese Anlage zum Treffpunkt mit Major Anderson vorrücken.
Das ist die einzige Chance zu überleben. Okay. Probieren wir es jetzt doch mal. Aber ich keine Ahnung wo und wie und überhaupt. Boah. Lage macht mich jetzt schon fertig. Stichkontakt, ein Pilot! Wo? Es wird auch noch gelogen hier. Ich glaube, ich bin hohe. Natürlich kannst du es hier nicht mehr sehen, weil ich dich nicht mal sehe. Wir sehen uns gegenseitig nicht, Junge. Wir sehen uns gegenseitig nicht. Okay, einmal kurz nachladen. Okay, da sind wir unterwegs. Das ist schon mal richtig gut. Oh. Mich sehen. Weg mit dir. Nachladen. Passt. Nicht mit mir, nicht mit mir. Oh Gott. Pff. Ich wollte gerade sagen, wo zum Geier... Her mit uns. Okay. Das Geschütz tut weh. Aber... Liebsich, haben wir Handgranaten. Okay, wir hatten Handgranaten. Stell fest, wir hatten Handgranaten. Die hier... Ne, die haben wir bereits ausgeschüttet. Können wir irgendwie nach da unten gehen? Ich weiß, wo ein Helm ist, aber sonst weiß ich auch nichts. Na, ihr braucht doch keinen Sichtkontakt. Hallöchen, aber auch. Ihr braucht sowas von keinen Sichtkontakt. So, ein Helm ist zu bekommen, ist jetzt gerade ein bisschen, naja. Nur keine Sorge, mich wirst du nicht so echt umlegen. Oh, Hallöchen. Hallöchen aber auch. Ich kann sagen, wo kommst du auf einmal her? Du bist aber zumindest schon mal nicht explodiert, ist schon mal etwas. Ja, ich bin weg, definitiv. Man sieht mich nicht, ich bin wie ein Ninja. Was? Granate? Oh, glaub's hakt. Okay, oh, Moment, da war noch was. Da war noch was Schönes. Die Knarre nehmen wir natürlich liebend gerne entgegen. Schau mal. Ja, du hast... Moment. Die Waffe sollte vaporisieren. Ich glaube, ich bin... Vaporisierung. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Das ist wiederum weniger. Kane, bitte komm. In der Anlage ist ein Teil der Vanguard-Klasse. Vermutlich SRF. Vermutlich SRF? Alle Vanguards gehören zur SRF, du Schwachkopf. Wenn du dem Job nicht gewachsen bist, dann übernehme eben ich. Kane wird es schon rechnen. Ich eile ein Ziehstümper. Ah, das sind Feuersterne. Oh, natürlich auch nicht schlecht. Ich bleibe bei den Handgranaten, weil davon gibt es ein paar mehr. Okay, Scharfschützengewehr gibt es hier und ich habe eine Schrotflinte. Ah. Ja, komm, was soll's. Werden wir bestimmt gleich brauchen. Gipfelpumpen filtern jetzt die automatisierte Testanlage Kuppel 3. Naja, teste nur. Nur keine Panik, teste nur. Auf mich musst du nicht Acht geben. Sie müssen aufpassen, Pilot. Du auch, BT. Wo steckst du? Ich folge dem Schlammstrom. Die Strömung ist stark. Das deutet auf einen Ausgang hin. Rücken Sie weiter vor. Ich gebe mein Bestes. Oh, pff. Nein!
Nein. Okay. Das ist fast schief gegangen. Aber auch nur fast. Okay, paar Kohlen vom Feinsten. Tut mir leid. Du hast jetzt nur deinen Job gemacht, aber es hilft nichts. Ich kann niemanden einfach so am Leben lassen. Der eventuell quasi mich hindern könnte, zu meinem Titan zu kommen. Pilot, unsere Wege werden sich in Kürze kreuzen. Oh, nice. Vermisst du mich schon? Mit Verlaub, warum sollte ich Sie vermissen, Pilot Cooper? Oh! Ich vergiss es. Oh, ganz böse. Weil ich bin doch schuld. Wir sind doch Partner jetzt. Ah, da gibt's nichts mehr, nein. Okay, da ist er zumindest. Du darfst gleich wieder losgehen. Kein anderer hier. Freut mich, dich zu sehen, Kumpel. Freut mich ebenso, Pilot. Die Steuerung des Schlammstroms ist in der nächsten Kammer. Ich markiere sie auf ihrem HUD. Okay, ist schon mal gut. Ich bin mal kurz am gucken. Kann man denn hier irgendwie... Okay, da kommen wir raus. Da kommen wir raus. Das heißt aber nichts. Okay, doch, wir müssen da runter. Okay, schon verstanden. Wir müssen da runter. Reparaturroboterchen, die nichts machen. Okay. Dann gucken wir doch mal. Wir gehen auf Nummer sicher. Die Anlage ist vom Gegner. Schade. Ja, ihr müsst doch nicht sehen. Ihr müsst doch definitiv nicht sehen. Was will wo? Na, lass bleiben. Hier habe ich noch übrig. Einen einzigen Schuss noch in der Waffe. Ich bin... Was? Wo? Wo? Okay. Nein, komm nicht runter. Komm definitiv nicht runter. Du möchtest gleich zu mir kommen. Au! Jetzt sagen, seid ihr wahnsinnig, ihr könnt nicht einfach mit einer Sniper auf mich schießen. Ich glaube, es hakt hier. Musst du auch nicht. Moment, was, hä? Ich hätte gedacht, ich jetzt gerade... Wir müssen die Schlammströme deaktivieren, um uns neu zu formieren. Ich habe die Steuerung auf Ihrem HUD markiert. Ah, nur keine Panik. Ich bin gleich da. Ich will bloß noch gucken, dass ich auch wirklich quasi allen mitgenommen habe. Okay, passt soweit. Da unten gibt es vielleicht noch was, aber für später. Schlammsteuerung. Nice, Waffen. Überbrücke Pumpenfiltersystem. Notabschaltung initialisiert. Schickt die Ticks rein! Dr. 4, setzen jetzt die Ticks ab. Bitte was? Pumpenabschaltsequenz 20%. Ich habe keine Lust auf Ticks. Die Schlammfälle enthalten in hoher Konzentration Schwermetalle, die meine Zielerfassungssysteme stören. Ach, ich muss die ganze Arbeit machen. Fürs Erste, ja. Okay, sind die Ticks jetzt weg oder wie? Nein, lass die Ticks in Ruhe. Lass die Ticks in Ruhe. Ah, hier. Okay, so wie zu dem Thema. Okay. Wahrscheinlich wollen sie gleich noch mehr Ticks runterschmeißen, so wie sie können.
Lasst mich in Ruhe mit diesen Ticks. Ja, kein Sichtkontakt. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Oh, Hallöchen. Oh, schön, dass ich gerade an der Decke kleben konnte. Nein, ihr braucht keinen Sichtkontakt mit mir. Glaubst du mir? Ich brauche keinen Sichtkontakt. Oh. Hui. Und hui. Und hui. Na, nein, ihr müsst nichts absetzen. Ups, und ich bin wieder weg. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich wollte gerade sagen, lasst mich hier ja in Ruhe. Das ist gar nicht mal so schlecht, gebe ich zu. Die ist echt nicht mal so schlecht. Hm. Muss ich jetzt die alle einzeln wirklich abschießen? Anscheinend ja. Hallöchen. Ah, Mann, ernsthaft? Ah, da unten. Hallöchen. Gehst du eine Granate ins Gesicht rein? Hoffentlich zumindest. Oh Gott. Oh, tschüss. Ja, so viel zu dem Thema. Bist du Tarnung? Ich weiß. Ich weiß, dass ich eigentlich Tarnung benutzen sollte, aber. Nein! Nein, 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 lass mich in Ruhe. Da. Nein, 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 nicht abschützen, nicht abschützen, nicht abschützen. Nicht mit mir, nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Genauso wie du, alle in Ruhe lassen. Hab ich denn jetzt. Ach, ich habe keine Munition mehr für die Waffe. Oh je, okay. Ich habe auch keine Granaten mehr, ich habe nichts mehr. Okay, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Okay, jetzt habe ich wieder was, jetzt habe ich hier was. Und wieder eine Handgranate, das ist besser als gar nichts. Nicht mit mir, nicht mit mir. Sichtkontakt wiederhergestellt. Leiste Unterstützungsfeuer. Unmittelbare Gefahr. Aktiviere Sonarimpuls. Macht das bitte, dankeschön. Das lieben gerne nochmal machen. Ich komme sowas von oben. Weg mit dir. Aua. Es kommt noch, wenn man mitten ins Gesicht geschossen wird. Wenn einem ins Gesicht geschossen wird. Habe ich jetzt. Okay, ich habe noch sowas hier. Alle tot. Ein schwieriges Gefecht, Pilot. Sie haben sich gut geschlagen. Ich habe alles für Ihre Akte notiert. Ausgang das auf dieser Seite identifiziert. Hier entlang. Okay. Ah, so muss ich rübergehen. Hi. Hi, BT. Wir sind wieder mit dabei. Wunderbar. Protokoll 2. Mission fortsetzen. Ich habe Befehl, Spezialeinsatz 217 abzuschließen und zu Major Anderson von der SRS zu stoßen. Wenn wir das so machen. Tut mir leid, das muss es einfach sein. Das muss es aber sein. Okay, aber wie wir jetzt in dem Gang heute machen werden, sehen wir in der nächsten Folge. Hehe, dann hoffe ich, ihr habt viel Spaß beim Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr damit dabei sein könntet. Macht's gut und wie immer. Tschüss alle.